Produktneuheiten 2012. Fündig geworden sind wir bei der Marke Falter. Falter finde ich deshalb schon mal als Marke grundsätzlich interessant, weil hier die Produktentwicklung etwas anders funktioniert als bei vielen anderen Herstellern. Am Anfang des Jahres setzt sich ein Arbeitskreis von Händlern, also wirklich von Experten, zusammen, um darüber zu beratschlagen, wie die Modellpalette im nächsten Jahr auszusehen hat, welche Spezifikationen die Fahrräder haben sollen, wie natürlich auch die Preise letztlich werden. Insofern kann man sich darauf verlassen, dass die Räder einfach auch in der Praxis erprobt sind, beziehungsweise dann auch entsprechend genau von diesen Experten konfiguriert wurden. Ich habe mir jetzt mal hier ein U8.0 rausgesucht, ein wirklich klassisches, von der Geometrie vor allem klassisches Trekkingbike mit einer Shimano Alfine 11-Gang-Schaltung mit Freilauf. 11-Gang-Schaltung Alfine hat insgesamt eine Bandbreite von 408%. Ist also wirklich eine Schaltung, die sehr gut für alle Geländemöglichkeiten auch ausgelegt ist. Auch ansonsten ausstattungstechnisch sehr gut gelungen. Das sind Shimano-Scheibenbremsen drauf. Es ist ein neigungsverstellbarer Vorbau, ein Zack-Vorbau, genauso wie auch Zack-Lenkergriffe da drauf. Dazu ein Aluminiumrahmen, sehr schön gemacht, die Schweißnähte. Im Unterrohr zum Steuerrohr ist auch dann direkt nochmal eine entsprechende Verstärkung eingebracht worden. Hier unten Rahmen auch direkt mit austauschbarem Ausfallende und auch von der Lackierung sehr stabil. Es ist doppelt pulverbeschichtet, also selbst wenn eine Macke drin ist, der Rahmen bzw. der Lack wird sich dadurch nicht so schnell lösen. Interessant auch Bereifung, Schwalbe Marathonbereifung, sehr schöne Kunststoff-Aluminium-Schutzbleche. Das Rad ist damit vom Gewicht her wirklich in einer sehr guten Klasse einzuordnen. Schön stabiler Gepäckträger. Und Falter ist eine Marke der Beiko, Einkaufsverband Beiko. Und Beiko wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Und das ist ein Jubiläumsmodell. Für Sie als Kunde hat das den Vorteil, das Rad liegt normalerweise bei 1249 Euro, wird in 2012 für 999 Euro angeboten mit einer solchen Tasche, auch von TAC. Das ist mit einem großen Fach hier versehen. Vorne kann man sehr schön ein Notebook noch integrieren. Auch sehr gut gepolstert die gesamte Tasche und mit einem Rixen- und Kaulfixiersystem. Das heißt, die wird wirklich so in den Gepäckträger reingehakt und hält dann. Das Ganze zu einem Verkaufspreis in 2012, wie gesagt, von 999 Euro.